Willkommen bei einer neuen Folge Daggerfall Unity mit Pongo. So, laden wir gleich mal das Spiel. Und zwar muss ich dummerweise nochmal nach Orsinium rein, denn mir ist das ganze letzte Spiel abgestürzt. Ich starte also nochmal mit dem Orsinium von außen. Bewaffne mich mal kurz. Gleich gehen sie auf einen los, wie die Bekloppten. Ich sammle auch gar nicht großartig Sachen ein. Was ist das für einer? Und reden wir doch mal gleich mit dem. Aha. Das ging recht flott. Mal gucken, ob der uns was Böses will. Noch nicht. Dann legen wir mal das Buch draußen ab. Können wir da irgendwas von brauchen? Sieht erstmal nicht so aus. Also schauen wir mal, was wir sonst noch ablegen. Die ziehen wir besser an. Aus irgendeinem Grund hatte ich die nicht an. So, okay. Jetzt sichern wir das unter der Nummer 42b und los geht's. Komischerweise lassen die einen alle in Ruhe. Jetzt wohl doch nicht. Na, was machen wir denn da? Nehmen nur das Geld. Auch hier. Ah, hier ist noch was Wertvolles.
Und wir nehmen natürlich ein paar Sachen mit, die wir gut verbrauchen können, um unseren Weg zu markieren. Da haben wir was. Das und das. Das sollen möglichst leichte Sachen sein. Schade. Nichts Brauchbares. Okay. Das war's, glaube ich, hier. Lass mal gucken. Kein Ausgang? Nein. So. Den Weg hatten wir. Wir legen noch mal kurz ab. Ja, den natürlich. Zweiter Versuch. Darunter speichern wir das Ganze. Und da haben wir gleich schon mal wieder was Wertvolles. Oh. Die Sachen sollten wir schnell in Sicherheit bringen. Zwischenspeichern oder gleich hier. Unter unserem Speicher, Hauptspeicherstand. Bisschen wild, ne? Ich ziehe das mal durch mit dem Vorabzauber, der den Gegner schon schwächt. Und dann draufhauen. Oh. Geht ganz gut bisher. Ich hoffe, das geht weiter so. Der hat inzwischen den Bären erledigt. So, mal gucken. Hier haben wir keinen gehabt, der den Bären erledigt, aber wir schaffen es auch alleine. Hm.
Mann, so einen dicken kann man doch gar nicht verfehlen. Warum kriege ich den denn so selten? Oh, da sind wir schon voll. Okay. Hier war nichts weiter. Das ist wunderbar. Das heißt, hier können wir eine Markierung auslegen. Dass es nicht weitergeht. Das heißt, wir müssen hier runter. Aber nicht ohne zuvor. Können wir noch was mitnehmen? Nee. Auch nichts. So, jetzt laden wir noch mal alles ab, was wir an Loot eingesammelt haben. Jedenfalls die wertvollen Sachen, hier sowas, und die ja auch ein bisschen schwerer sind. Werwolfblut. Das können wir brauchen. So, jetzt sind wir schon wieder voll beladen. Helme sind wertvoll im Vergleich. Also laden wir sie ab. Stiefel, glaube ich, auch einigermaßen. Und den Rest halten wir übrig. Können wir noch was reintun? Ja. Bisschen Geld ablegen. Spart auch noch Gewicht. So. Endlose Gänge. Und jetzt tauchen wir ein. Was war das für ein Geräusch? Hier hinter der Wand ist einer. Naja, gut. Der hält wohl Stille, der. Ach, was ist das denn für ein Rezept?
Shadowform. Jetzt weiß ich nicht, ob wir das schon haben. Ich heb's mal auf. Ach, ich treffe da nichts. Oh, eine große Halle. Schauen wir doch mal. Ach, da hinten kommt einer. Und kaputt ist er schon. Und ein magischer Gegenstand, das ist wunderbar. Mal gucken, ob ich die alle da runterpflücken kann. Der ist aber zäh. Na, doch nicht so. Dann schweben wir jetzt mal hier rüber. Und nehmen die so ein bisschen aus. Auch hier probieren wir es einfach wieder mal. Vielleicht klappt es ja. Mal gucken, wenn es so gut geklappt hat. Nee, ich glaube, der ist irgendwo über uns oder so.
tatsächlich erwischt. Jetzt gehen wir mal hier runter. Und gucken, wer da unten auf uns wartet. Na, die drei wollte ich. Der versteckt sich da ganz schön. Mal gucken. Hat ihm aber nicht geholfen. So. Hundertachtundzwanzig. Magisches Schloss. Sind die alle magisch? Ja. Na gut. Dann kümmern wir uns erstmal hier um den Genossen. Mhm. Oh, der ist ja gar nicht drin, der ist draußen. Haha. Na gut. Jetzt geht's hier weiter. Der Ork Sergeant. Na komm. Ja, und da müssen wir jetzt mal Prioritäten setzen, nicht wahr? Das weg, das weg. Das weg. Geht das schon? Jawohl. Kriegen wir den Helm auch noch mit. Hm.
Auch der. Ein Stellrad. Ja, dann gucken wir doch mal, ob das vielleicht diese Sperren aufheben kann. Da halte ich mich raus. Und dann gucken wir mal, ob wir den da unten irgendwie erwischen können. Hatte sich hier noch einer versteckt? Ich glaube, den hatten wir schon. Gehen wir links rum. Ja. Das ist jetzt zu viel des Guten, also legen wir wieder was ab. Sammeln das hier auf. Da fahren diese Säulen hoch, okay. Hey, da ist noch einer. Und hier, ich glaube, das ist der letzte Hebel. Dann haben wir sie alle. Was mir aber jetzt in meiner Suche nicht weiterhilft. Nein. Kein Brief.
Ah, ein Rad. Okay. Das war ja prima. So, was haben wir denn bisher? Hier können wir runterhüpfen. Und hier Sackgasse, Dead End. Hier kamen wir her. Und hier legen wir jetzt mal gleich eine Marke aus. Aha, okay. Noch einer. Oh, jetzt wird es aber langsam eng. Tja, gehen wir erstmal links. Oh, ho, 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 ho.
Nächster Versuch. Na gut, stecken wir das Geld wieder ein. Oh, und jetzt sind wir ganz knapp dran. Da kommt schon der zweite Schacht.
Shadow Form und Heal True. Ja, die haben wir schon beide. Alles klar, die können wir legen. Halt! Nicht wieder den Fehler machen. Wir setzen uns hier einen Anker. So, was haben wir denn bisher? Hier geht ein Stück weg. Hier geht ein Stück weg. Hier haben wir schon ein bisschen geguckt. Na bitte. Thank you.
So, aber ich glaube, das dauert jetzt hier noch sehr, sehr lange. Ich mache hier jetzt erstmal Schluss. Gegebenenfalls stückel ich, wenn ich den Brief finde, noch das kleine Restchen dran an dieses Video. Ansonsten verabschiede ich mich, beende das Video und wünsche allen bis zum nächsten Mal. Viel Freude an diesem Video. Also, bis dann!